Da steht der gute alte Geralt wieder im Regen, oder besser gesagt immer noch. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Witcher 3. Und ja, wir sollen heute gehen wir zu den Docks und heuern, okay, wir sollen ein paar Leute anheuern für diese komische, wie soll man das sagen, ja, für dieses Theaterstück, für dieses Comedy-Theaterstück. Sollen wir jetzt mal ein paar Schläger besorgen und ein bisschen anderes Zeug. Ja, wird wieder so eine mühselige Aufgabe, die einfach so schon fast so nebenquestmäßig rüberkommt. Alter, bis wir irgendwann mal jemanden finden, bis wir an unser Ziel gelangt sind, müssen wir, glaube ich, noch 1000 Nebenquests machen. Aber nicht so schlimm. Ich freue mich trotzdem, dass ich dieses Spiel immer noch spielen kann. Es vertreibt mir ganz schön die Zeit, muss ich so sagen. Ich sitze gerne davor und da klingelt das Glöckchen. Ich spiele dieses Spiel einfach gerne. Ich weiß nicht, warum, irgendwas hat es. Deswegen sind bis jetzt auch immer täglich Let's Plays rausgekommen. Und manche anderen Let's Plays, die kommen so nach Lust und Laune. Das liegt einfach daran, weil momentan The Witcher für mich das beste Spiel ist. Hilfe, rette mich. Ich sterbe an Armut. Ich würde dir ja gerne einen Dollar geben, aber du willst keinen von mir. Also, ich drücke ja jedes Mal X und denke mir, ach, komm, jetzt krieg ich da mal eine Mark, aber... Arschlecken ist der Wünscht. Ich finde die Hintergrundgeräusche auch in dem Spiel sehr schön und so viel. Boah, so viel Leben hier überall. Ich habe keine Angst vor dem. Netter Kampf. Gute Beinarbeit. Forderst du mich heraus oder willst du dich mit Hal messen? Ein Hexer gegen die Bestie von Metina. Ach komm. Mordlust gegen unbändige Wildheit. Ja. Ich bräuchte euch als Aushilfen. Wir führen ein Theaterstück auf. Sollen wir auf der Bühne jemanden verdreschen? Ihr sollt als Ordner arbeiten und dafür sorgen, dass weder auf noch vor der Bühne jemand verdroschen wird. Da bist du bei uns falsch. Verdreschen ist unser Geschäft. Wie wär's mit einer Wette? Wenn ich Hal schlage, arbeitet ihr gratis für mich. Tja, Hal hat's nicht so mit Theater. Tragische Romanze. Ich erspar dir die Details. Man wird ihn irgendwie überzeugen müssen. Vielleicht so. Kämpf gegen uns beide gleichzeitig. Kampf des Jahrhunderts. Ein Hexer gegen den zweiköpfigen Drachen von Metina. Was, wenn ich verliere? Oh, das wirst du. Dann arbeiten wir trotzdem für dich. Du musst nur doppelt zahlen. Okay. Gut, ich kämpfe gegen euch beide gleichzeitig. Erst her mit dem Geld. Verlierst du, gehört's uns. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Doppeltes Geld, wie versprochen. Wenn ich gewinne, krieg ich's zurück. Hal, mach ihn fertig! Ich hab hier was Besonderes für dich. Na gut, ich probier's. Und wenn ich verkacke, ist es auch nicht so schlimm. Jetzt links, links! Nein! Nein, ich bin da zurückgewichen. Ich bin doch ausgewichen, Mensch. Ja, komm ran. So, ah, fuck. Ja, komm her. Seh nichts. Ich sehe doch nichts, Mensch. Na komm ran. Na, komm ran hier. Nein, 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 nein. Na komm ran. Jawohl. Das war knapp. Ja, ja. So eine schöne Klopperei kriegst du nicht oft.
Was, Hal? Dem hat's die Sprache verschlagen. Aber ich seh's ihm an. Der Kerl mag dich. Zeit für eine kleine Pause. Wir bewachen, was du willst. Umsonst, nicht, Hal? Dein Geld. Hier hast du es zurück. Und keine Sorge. Wir sind da, bevor der Tanz losgeht. Sehr schön. Naja, waren jedenfalls ehrliche, gute Leute. Muss man sich einfach ein bisschen dreschen, ne? Ist ja ganz normal. Wenn man das heutzutage draußen macht, sich einfach mal dreschen, dann kriegt man höchstens eine Anzeige. Aber nur von dem, der verloren hat. Ganz normal, ne? Wenn einer verliert, dann gibt es gleich die Anzeige. Hätte er gewonnen, würde es ihm egal sein. So ist das halt normal. Aber hier kann man ja sowas noch nicht machen. Und deswegen, ne? Was ist eigentlich mit dem Wasser? Ist das schlechter geworden? Das sieht irgendwie doof aus. Ich weiß nicht, also... Letzte Folge habe ich auch schon ein kleines bisschen gemerkt. Ich meine, da sind jetzt Wellen drin, aber irgendwie habe ich das anders in Erinnerung. Zumindest, dass das mehr spiegelt oder so. Keine Ahnung. Gucken wir mal weiter. Also jetzt haben wir schon mal die Dreschknaben. Optional. Wollen wir ein optionales Ziel erlegen? Ich gucke mal ganz kurz auf die Karte. Wir wollen das ja mal ein bisschen ordentlich machen hier. Ein Stück zum Erfolg. Okay. Irena will ich noch nicht. Ja, wir wollen jetzt... Ich krieg das immer nicht hin hier. Diese blöden Markierungen. Wenn man ein anderes Spiel spielt, also zum Beispiel wenn man jetzt zwischendurch mal die Elder Scrolls Online spielt, und dann das hier, da ist immer die Steuerung immer total durcheinander. Das ist irgendwie ein bisschen eklig. So... Ach komm, Geralt, lauf. Du kannst doch nicht hier immer rumeiern. Das ist ein alter Assel, oder? Jedes Mal ist er hier am Rumdönern. So. Das Wetter könnte auch immer schöner werden. Obwohl ich mag kriegen. Kriegen ist eigentlich so mein Lieblingswetter. Die Scherben. Novigrad. Ach komm, lauf. Ach ja, hier der Exkrementvogel. Ach komm. Ich bin selber nicht gerade das Gute. Ho! Genau. So sehe ich das auch, Freunde. Was gibt's denn hier? Habt ihr eine Tür? Ihr habt eine Tür. Hübsche Melodie, aber verdammt traurig. Dann drückt sie meine Stimmung aus. Was suchst du hier? Die Toilette. Ich suche die Lunden. Seid ihr das? Wir haben kein Geld. Lass uns in Frieden. Da liegt wohl ein Irrtum vor. Oh, tut mir leid. Ich dachte, der Vermieter hätte uns wieder einen Schläger geschickt. Ich will kein Geld von euch. Im Gegenteil, ich hätte welches. Sofern ihr die Kunde von Madame Irinas neuem Stück in der Stadt verbreitet. Oh, das geht leider nicht. Seit der Premiere unserer folgenreichen Ballade »Heiliger Himmelfahrt, fromm ist er nicht, fressen und huren, das kann er, der Wicht«, werden wir von Fettsacks Bande verfolgt. Och, Fettsacks Bande. Ach, Strauchdiebe. Vom Kult bezahlt. Die Stadt wimmelt von solchen Banden. Sie haben Nissa bedroht, wollten ihr die spitzen Ohren mit einem Schnitzmesser abrunden. Sie lassen uns nicht auftreten, vergraulen das Publikum, zerstören die Instrumente. Und neuerdings lauern sie uns direkt vor dem Haus auf. Wir wissen nicht weiter. Und du hast eine recht beschissene Stimme, muss ich mal so sagen. Und wenn ich euch Fettsack und seine Jungs vom Hals schaffe, werbt ihr dann für Irinas Stück? Ja, aber... Das wird nicht einfach. Die lassen nicht mit sich reden. Ich bin sowieso kein großer Redner. Ah, wieder von A nach B laufen. Oh, guck mal, schön, wie der Regen da draußen als Fenster prasselt. Ach, ein Glück. Ich dachte, ich muss schon wieder so weit rennen hier. Hallo. Ich hab doch gar nichts... Ihr seid das also. Hey, Fetzer, guck, was wir hier haben. Spinnig oder hast du Katzenaugen?
Ja, tatsächlich hat wohl ein Gossenkater seine Mutter gevögelt. Was treibst du in der Stadt des ewigen Feuers, Miezekatze? Lass die Lunden in Ruhe. Die Würmer, die Hierarch Himmelfahrt beleidigt haben, ihn einen Freier genannt haben? Lieber trete ich die heilige Flamme aus. Sag den verdammten Dichtern, sie sollen herkommen. Wir rammen ihnen die Flöten in die blasphemischen Ärsche. Dann pfeifen sie ein anderes Liedchen bei jedem Furz. Ah, ihr seid so witzig. Verschwindet von hier. Sofort. Wahr? Los geht's. Jawohl. Hört endlich auf, in sein Schwert zu rennen. Jetzt. Hä? Ich hab das Schwert weggesteckt. Bin ich doof? Ach, dieser Anblick. Denen hast du's gegeben? 1, 2 über den Rücken, dann wumm, voll auf die Birne. Endlich kann ich rausgehen, ohne mich unter einer Kapuze zu verstecken. Oh, danke, vielmals. Bitte, das war doch nichts. Und ob das was war? Glaub nicht, dass wir unser Versprechen vergessen. Wir singen uns die Kehlen bunt, um Irinas neues Stück zu preisen. Was nehmt ihr dafür? Kein Kopper. Du hast uns geholfen. Warum sollen wir dir nicht helfen? Wir kriegen die halbe Stadt in das Stück. Wart's ab. Einige schnelle Vorbereitungen und dann sind wir auf der Straße. Bis zum nächsten Mal. Mensch, ich dachte, ich kann hier richtig kämpfen. Da kommt mir so ein Schwachsinn davor. Was ich da sehe... Ihr wisst gar nicht, was ich hier sehe. Ich sehe hier nämlich Janusz. Deswegen suche ich da einen Schmied. Ich muss mal ganz kurz einen Umweg laufen. Jetzt hole ich mir aber meine Plötze ran, ja? Wo ist denn das Vieh schon wieder? Ach. Och, Plötze, du bist so behindert manchmal. So, hast du dich hier schon nochmal umgedreht? Weiter so, Plötze. Los, Plötze! Gib Gas! Plötze, 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 weg da! Hui! Habt ihr das gesehen? Da kommst du vom Himmel gefallen, Idioten. Mann, was ich suche, geht den Scheiß an. Was die immer für Fragen hier stellen. Glotzen wir mal. Gucken wir mal, gucken wir mal, gucken wir mal. Ja. Och, Plötze. Die haben alle irgendwie... Die haben gesagt, ich bin mit der Katze zusammen. Also meine Mutter war mit der Katze zusammen, aber die hier waren alle mit dem Hund zusammen. Na komm schon, Plötze. Mensch, du bist ein lahmarschiges Vieh. Jetzt mal ohne Mist runter da. Und ich sag jetzt nicht, der Kunde lässt mich da vorne nicht mal rein. Hattori, baust du immer noch Barrikaden? Ja. Ah. Ich sollte dir Schutz beschaffen. Und? Hast du? Ach, Kacke. Ich komme wieder. Lass mich nicht. Mann, den habe ich ja total vergessen in der Nebenquest. Scheiße. Wo habe ich denn jetzt hier noch irgendwas, wo ich was. Ich brauche doch nur einen Schmied. Scheiße. Alter, hier muss doch irgendwo ein Schmied sein. Das ist doch der Wahnsinn. Beende ich den Quest halt einfach mal ohne Schwert. Das müsste auch irgendwie funktionieren. Mann. Egal, was du hier vorhast, es geht einfach nur in die Hose. Mit so einem Wahnsinnigen hier. La, 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 la. Ach komm, lauf. Was geht denn hier? Du kannst aber auch klauen wie ein Bescheuerter, ne? Hört mal hin. Arm! Arm! Was geht denn hier? Rüpel! Da, guck mal, da ist einer. Hallo! Soll ich dir was schärfen oder umschmieden? Ne, ich bin scharf genug. Was hast du im Angebot? Ich will nichts im Angebot haben, ich will was repariert haben. Alter, habe ich viel Schnodder wieder dabei.
Ich werde erstmal was verkaufen. Nö. 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 Und nö. Nö. Auch nicht. Alter, was habe ich denn hier alles wieder in den Taschen? Das ist ja... Oh. Meine Sammlung. Gleich hat der Typ kein Geld mehr und nicht zu viel. Was habe ich hier? Das brauche ich, glaube ich, alles nicht. Oh. Oh. Hat er nicht genug Geld? Dann was haben wir hier. Oh. Warum ist da ein Kreuz drüber? Benötigt Stufe 17. Stufe 18. Darauf kommen wir irgendwann mal zurück, denke ich mal. Tü. Was haben wir dann noch hier Feines? Der muss doch irgendwas haben. Die Meteorenbomben. Magischer Gegenstand. Was? Das verwirrt mich alles meistens. Die haben immer so viel Schnodder dabei, wovon ich keine Ahnung habe, was das überhaupt sein soll. Ich repariere einfach mal alles. Dann hat sich das erledigt. Verbesserung ist doch drin. Das kann so bleiben. So. Halt meinen Scheiß hier mal. Brauche ich alles nicht zerlegen. Ach, irgendwann sehe ich da auch noch durch. Glaubt mir, irgendwann. Da kriege ich das hin. Aber momentan ist das alles noch so ungeordnet, dass ich keinen Plan habe, was man überhaupt machen soll. So, weg. Was ist das hier für ein Schnodder? Irgendwelche komischen Treter. Die Klamotten, die braucht kein Schwein. Was haben wir hier? Brauche ich nicht. Ach, hat er schon wieder nicht genug Geld. Ich bin froh, wenn das nächste Update rauskommt. Da kauft man nämlich seine eigene Kiste, wo man was ablagern kann. Und natürlich, es ist die Menüs sind alle ein bisschen besser sortiert. Da freue ich mich. Ich weiß nicht, wenn das Video rauskommt, gibt es dieses Update bestimmt. Müsste das 1.7, glaube ich, sein. Für die PlayStation 1.6. Also PC, glaube ich, 1.7. Müsste ja irgendwann mal rauskommen, denn... Überall Schweine. So, gucken wir mal. Ah, da bist du ja. Ja, da ist er. Ich habe einige Ordner anheuern können. Wunderbar. Ein Problem weniger. Ich wollte über den Text reden. Ist nicht schlecht geschrieben. Eigentlich gefällt er mir sehr gut. Ich wollte Dudu zuliebe nicht auf meinen Ansprüchen bestehen, aber das hier könnte sehr interessant sein. Ich weiß schon genau, wie ich den Diener, den Hexer und die Königin besetze. Aber für Prinz und Prinzessin fällt mir noch niemand ein. Wer spielt den Hexer? Wer spielt den Hexer? Ein Laie. Ich arbeite zum ersten Mal mit ihm. Aber der kriegt das schon hin. Warum spiele ich nicht den Hexer? In gewisser Weise. Ach, du weißt doch genau, dass ich von dir spreche. Oh, Schwein gehabt. Gute Idee. Ich erwarte keine stehenden Ovationen, aber Dudu wird mich sehen. Das ist die Hauptsache. Aber du strengst dich doch an, oder? Lernst wenigstens deinen Text? Natürlich. Ich gebe mein Bestes. Also, die Prinzessin. Kleine, aber wichtige Rolle. Fällt dir jemand ein, der sie spielen könnte? Priscilla wäre die naheliegende Wahl. Sie ist jung und schön, aber ich habe mehr Bühnenerfahrung. Kann man das nicht später aussuchen? Das sollte Priscilla tun. Nichts für ungut, aber die meisten Leute... finden Aussehen wichtiger als Talent. Verstehe. Ich sag ihr Bescheid. Sie wird zweifellos entzückend sein. Dun. Wer sollte deiner Meinung nach den Dopplerprinzen spielen? Ich versuche mich zwischen zwei Kandidaten zu entscheiden. Abelard Ritza wäre die sichere Wahl. Seit Jahren bei der Truppe, technisch makellos. Aber er reißt die Leute nicht gerade vom Hocker. Und die andere Möglichkeit? Maxime Bollière. Herausragender Schauspieler. Das Publikum liebt ihn. Aber man weiß nie, ob er nüchtern ist oder überhaupt kommt. Kommen wir nun die Sophie. Riskieren wir es und geben die Rolle Maxim. Er hat gerade eine gute Phase.
Vielleicht haben wir Glück. Vielleicht kriegt er ein paar vor die Fresse, wenn er falsch liegt. So. Gut, ich habe endlich die Besetzung. Sieht ganz so aus. Bist du bereit, dich in deine Karriere als Verkleidungskünstler zu stürzen? Okay. Ich bin bereit. Hab mir aus Neugierde den Text angesehen. Wir können auch gleich loslegen. Schön, es gibt keine Zeit zu verlieren. Komm auf die Bühne. Nackig. Sultan, was machst du denn hier? Frissi hat mir erzählt, dass sie ein Stück mit dir in der Hauptrolle aufführt. Ich spiele nicht die Hauptrolle. Und da würde ich mich doch eher rasieren, als das zu verpassen. Erzähl, trittst du in Strumpfhosen und Schamkapsel auf? Komm, Geralt, du musst dich vor dem Auftritt konzentrieren. Viel Erfolg. Meine Damen und Herren, ehrbare Bürger der geweihten Stadt Novigrad, willkommen! Wir haben eine vortreffliche Komödie für euch. Der Titel: Die Errettung des Wandlers oder des Hexers Triumph. Die Darsteller: Hexer Geralt als er selbst, Katharina als Königin, Leo Riebe als treuer Diener. Als Prinz seht ihr den Publikumsliebling fern und nah, Maxim Bollière. Und als Prinzessin die entzückende Bardin mit Nachtigallenstimme, Priscilla. Yeah, standing ovation! Eine Katze. Miau. Alter, die Nase. Hoheit, der Schlechter der Monster spricht vor. Er kam, wie ihr wünschtet, und steht vor dem Tor. Ich muss mit ihm sprechen. Drum nichts wie herein. Hallo. Kommt jetzt rein. Zuvor tränk ich allerdings gern etwas Wein. Hexer, dein Wirken ist wahrlich sehr wichtig. Monster sind an dieser Tafel nicht richtig. Halt darum Ausschau. Und kommt es, schlag zu. Dann trinken wir Brüderschaft und sagen du. Nur Bestien von übler Natur töte ich. Ein ruchloser Mörder? Nein, das bin ich nicht. Der hirnlose Hexer geht uns auf den Leim. Ich leuchte ihm später noch anständig heim. Das Monster wird kommen. Der Hexer schlägt's tot. So bringen wir rasch wieder alles ins Lot. Doch ach, meine Kleine wird unglücklich sein. Ich schenk ihr was Schönes. Sie wird's schon verzeihen. Langweilig. Hier sind wir versammelt in edelster Rund zu feiern der holden Verlobung zur Stund. Doch ach, kein Monster erspäh ich hier. Vielleicht verbirgt sich's im Keller oder in einem Fass Bier. Ach Mann. Liebste, die Leidenschaft in unseren Herzen brennt schon seit Monaten heller als Kerzen. Heute ist Schluss damit. Werd meine Braut. Und dann wird dir ruckzuck die Unschuld geklaut. Oh, Liebster, mein Ja, wie wunderbar. Trinken wir darauf vorzüglichen Wein. Das Paar, es möge gesegnet sein. Oh nein, dieser Wein ist mit Silber versehen. Wie ekelhaft. Auf den Abort muss ich gehen. Potzblitz, der Prinz ist ein Doppler. Oh nein.
Falls sie ihn wirklich liebt, ist sie wohl sein. Dort, Hexer, ist das Biest, das ich erwähnt. Töte es rasch, wie bestellt und ersehnt. Nicht doch, halt ein! Der Mann dort ist mein! Fort mit den Waffen. Ein Doppler ist er? Als ob schon deswegen ein Monster er wäre. Die äußere Gestalt macht das Monster nicht aus. Sondern Bosheit im Herzen, wie dem hier, oh Graus. Recht hast du, Hexer. Er schmiedete Ränke. Auf dass er nach seinem Bedarfe mich lenke. Der Doppler soll leben, meine Tochter sei sein. Sie liebt, was er ist, darum wird er sie freien. So schließen wir. Und die Moral der Geschichte? Doppler sind keine Monster, drum tötet sie nicht. Der Hexer ist wahrlich ein Dopplerfreund. Doch du, Schurke, bist unser aller Feind. Wachen, kommt her! In den Kerker muss er! Hey, hört ihr, was die Prinzessin sagt? Kommt hoch! Also los, Meister! Rauf da! Rauf auf die Bühne! Werf den Verräter in den Kerker! Keine Angst. Es werden noch alle glücklich bis an ihr Ende leben. Prinzessin und Doppler vermählten sich gleich. Und sogar das Dienerherz wurde dabei weich. Doppler auf den Scheiterhaufen! Verbrennt sie! Schon gut, Kumpel. Das ist doch alles nur Spaß. Eine Komödie. Meine Güte, selbst ein Ghoul könnte den Prinzen spielen. Geralt, du hast mich erkannt. Wie nur? Sei gegrüßt, Dudo. Hab von dem Andenken gehört, das Hurensohn auf deinem Gesicht hinterlassen hat. Dann weißt du alles? Hast du Ciri gesehen? Nein, ich suche sie noch. Geralt, meisterlich, es war toll. Hab seit Ewigkeiten nicht mehr so gelacht. Die Jungs werden's nicht glauben. Sag mir nur eins, du und Rittersporn. Wie habt ihr es geschafft, Reuven, Hurensohn und die Tempelwache auf einmal gegen euch aufzubringen? Das war nicht so geplant. Gut. Warum hast du keinen Kontakt zu Priscilla oder den Schauspielern aufgenommen? Ich war bei einigen Vorstellungen, aber ich habe nicht gewagt, mich zu offenbaren. Ich hätte sie vielleicht in Gefahr gebracht. Dann habe ich von dem neuen Schauspiel gehört und dachte, ich könnte irgendwas über Ciri und Rittersporn erfahren. Okay. Ciri ist zu Hurensohn zurückgegangen, um dich zu holen. Wie bist du entkommen? Ich bin ihr ja nachgelaufen, aber ich wäre ihr nur ein Klotz am Bein gewesen. Sie hat mich angefleht, dass ich mich verwandle und abhaue. Ich habe Ciri und Rittersporn gesucht, aber sie waren wie vom Erdboden verschluckt. Ich hatte Todesangst und verwandelte mich jeden Tag in jemand anderen. Ich wollte mich sogar in Ciri verwandeln, um ihre Verfolger reinzulegen, aber... Immer langsam, Kumpel. Geralt, wann hast du Cirilla zuletzt gesehen? Ist ein Weilchen her, oder? Ein Weilchen, ja. Bei mir auch. Sie muss ja jetzt erwachsen sein. Dudu, tu uns einen kleinen Gefallen und zeig uns Ciri mal kurz. Geralt? Verwandle dich in sie.
Es ist seltsam, wenn ihr mich beide so angafft. Genügt das? Ja, das reicht. Blöde Idee. Du bist doch nicht wütend auf mich, Geralt? Nein. Da bin ich froh. Und Rittersporn? Konntest du ihn finden? Die Hexenjäger haben ihn. Aber es gibt auch gute Neuigkeiten. Wir können Rittersporn befreien. Wir brauchen aber deine Hilfe. Was kann ich tun? Nimm Menges Gestalt an und gib Befehl, Rittersporn nach Ochsenfurt zu verlegen. Wir legen uns in der Schlucht bei dem Weg auf die Lauer und schnappen Rittersporn, wenn der Konvoi vorbeikommt. Halt, nicht so schnell. Wie soll ich Menge denn darstellen? Und wo Rittersporn sitzt, weiß ich auch nicht. Hör mal, du schaffst das schon. Menge gilt als vermisst. Du kannst dir ausdenken, was du willst. Meine Jungs und ich legen uns in der Schlucht auf die Lauer. Geralt stößt dazu und wir warten auf deine Nachricht. Aber wie soll ich euch als Menge kontaktieren? Eine Nachricht schicken, dass der Konvoi aufgebrochen ist? Dir wird schon was einfallen. Du bist doch ein schlaues Kerlchen. Und? Alles klar? Dudu, beweg deinen Hintern zur Tempelinsel. Ich trommle meine Leute zusammen und wir warten auf dich, Geralt. Ja, wir sehen uns in der Schlucht. Wartet! Halt! Moment mal, wie geht's denn danach weiter? Ich soll ja wohl nicht Menge bleiben, wie Chapelle leben und dann und wann einen Ketzer verbrennen, um den Schein zu wahren. Nein, wenn alles vorbei ist, kommst du zum Rosmarin und Thymian, wo wir uns alle treffen. Und uns wie die Iltisse besaufen. Abgemacht? An die Arbeit! Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Fürs erste Mal. Nur ein paar kleine Unsicherheiten. Die Vorstellung im Allgemeinen, was denkst du darüber? Ich bezweifle, dass das Publikum alles verstanden hat, aber das war auch nicht zu erwarten. Ich bin sehr froh, dass die Lunden die Nachricht verbreitet haben. Das war ein großes Publikum. Wie schade, dass Maxim auch noch betrunken auf die Bühne kam. Einige Zuschauer haben ihr Geld zurückverlangt. Bitte sehr, deine Gage. Ich muss zugeben, dein Schauspiel ist sehr minimalistisch. Hast du irgendwo studiert? In Kaer Morhen. Minimaler Ausdruck bedeutet maximale Wirkung. Danke für die Bezahlung. Bis dann. Wie viel habe ich denn gekriegt? Ich will jetzt mal sehen. Na? Wo ist das Geld? Wo ist das Geld? Ja, 50 Erfahrung. Ich will den Schotter sehen. Stufe 17. 3 Punkte. 3 Punkte in Flensburg. Stufe 17. Wie viel? Zeig mir doch einfach mal an, wie viel Geld. Ich will hier nicht die ganze Zeit immer Erfahrungspunkte hier farmen. 20 Kronen. Leck mich doch am Arsch. Da hätten seicht gerade einer. Da, gut. Mal erstmal Folgenbrüchen. Ich danke euch natürlich fürs Reingucken. Die Folge war ein bisschen länger als sonst. Ich hoffe, das passt euch manchmal. Ja, gut. Dann sehen wir uns, denke ich mal, morgen wieder. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Macht's gut.